Wir melden uns vom Strand. Das Wetter ist wieder gut. 31 Grad, Sonne ballert. Und jetzt genießen wir das Strandwetter. Am Strand. Nochmal auf dem Weg zum Tourismusbüro, weil wir Bock haben, in den nächsten Tagen was Cooles zu machen, wie Jetski, Bungee Jumping, irgendwas Krasses halt. Und da holen wir uns jetzt Informationen rein und danach geht's vielleicht nochmal in den Pool. Okay, Starter beim Lücke. Also, wie man uns schwer erkennen kann, sind wir jetzt am Pool angekommen. Und mittlerweile sind sie auch alle liegen frei, die sind ziemlich bequem. Ja, Bloggen ist nicht ziemlich, merke ich gerade. Das Wasser ist von der Temperatur ziemlich geil. Also, das ist fast. Ja, danach hat man gekochte Eier. Das ist irgendwie. Ja, geil. Willst du auch noch irgendwas sagen? No diving eigentlich. Aber Frederik. War eine dumme Idee. Frederik hält sich hier sowieso an gar nichts. Es ist 9:30 und jetzt geht's zum Beach. Das ist ein Strand mit ganz vielen Clubs und ganz viel lauter Musik und ganz vielen Getränken. Und da fahren wir jetzt mit dem Bus hin. Menschen da draußen, wir sind ein bisschen müde, denn es ist gestern etwas spät geworden und wir haben auch nicht viel geschlafen. Jetzt sind wir auf dem Weg und holen uns Frühstück um etwa 12 Uhr. Jo, wir haben uns jetzt Brot gekauft. Ey, mir ist das jetzt schon wieder runtergefallen, was ist das denn für... Also ich glaube, der Teller hasst mich. Mir ist das Brot jetzt gerade schon mehrere Male vom Teller gefallen. Ne? Und das essen wir jetzt. Und ich merke gerade, dass der Kameraakku so langsam etwas leerer wird und deshalb lade ich den jetzt auf. 8:01 Abend. Unser Apartment hat auch ein eigenes Restaurant mit Angeboten wie der gewischte Grillteller, Hühnerfleisch oder beispielsweise die Ochensuppe oder die Champignonsuppe mit SCH. Wir lassen uns überraschen, was das alles wohl zu bedeuten hat. Vierter Tag. Es ist 16.30 Uhr. Wir haben gerade gefrühstückt. Jetzt sind wir am Sutche Beach. Ich wollte eigentlich hier Bungee Jumping machen, aber das geht nicht, denn es ist zu windig, was ich hart scheiße finde. Aber dafür geht's jetzt mit Marc
auf dem Jetski. Los geht's! Wir haben sogar hier ein aufblasbares Alien mitgehen lassen. Ich wäre beinahe ersoffen. Also wir haben wirklich genug erlebt. Novalja war wirklich krass. Jetzt geht es demnächst nach Rijeka wieder zurück und von da aus geht es dann nach Venedig. Wir freuen uns drauf. Das war es jetzt aus Kroatien. Tschüss. I see.